In diesem Teil der Vorlesung wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, wie man denn Retrieval-Systeme oder Suchmaschinen evaluieren kann, also tatsächlich herausfindet, ob die gut sind und das tun, was sie eigentlich sollen. Dazu werden wir uns als erstes quasi vergegenwärtigen, dass im Prinzip Information Retrieval oder auch Suchmaschinen zu bauen, im Prinzip eine empirische Wissenschaft ist, im Sinne von, man kann schwierig beweisen, dass irgendwie ein Suchergebnis besser ist als ein anderes beispielsweise. Und das kann man eben nur durch empirische Evaluierung irgendwie herausbekommen. Und dazu muss man so ein bisschen anschauen, was denn so die klassischen Formen der Evaluation im Bereich von Information Retrieval Systemen sind und uns dann so ein bisschen zwischen diesen vielleicht die Vor- und Nachteile so ein bisschen abwägend entscheiden, was wir denn für eine Art der Evaluierung bei einem konkreten System anwenden wollen. Insgesamt aber, wie gesagt, empirische Wissenschaft bedeutet, man experimentiert sozusagen mit den Systemen in so einer Art beispielsweise Laborumgebung. Also das ist für uns das, was am besten funktionieren wird. Große Suchmaschinen, die schon etabliert sind, die können natürlich auch einfach quasi Versuche im laufenden Betrieb an ihren Nutzern machen. Also einfach mal andere Ergebnisse anzeigen, gucken, wie man darauf reagiert. Und das passiert auch tatsächlich schon immer, wenn Sie irgendwie bei Ihrer Lieblingssuchmaschine eine Anfrage eingeben, dann nehmen Sie mit Sicherheit an mehreren Experimenten gleichzeitig teil, wo eben geschaut wird, ob man vielleicht beim Snippet noch drei Zeichen weglassen könnte, ob man irgendeinen Link ein kleines bisschen anders blau setzt, ob man eine kleine Variation des eigentlichen im Backend befindlichen Retrieval-Systems benutzt oder so. Und das Ganze wird dadurch ausgewertet, dass geschaut wird, wie sie darauf reagieren. Das sind dann diese sogenannten A/B-Tests, also dass man in jedem Experiment zwei Varianten des Systems A und B gegeneinander antreten lässt und schaut, welche denn besser im Produktivbetrieb funktioniert. Für uns ist das nicht praktikabel. Wir haben ja noch keine riesige Suchmaschine mit Millionen Nutzern pro Stunde oder so, sondern für uns wäre so der Einstieg, dass wir so ein Retrieval-System quasi eine Art Labor-Setup evaluieren möchte und eben Experimente damit machen möchte. Wie funktioniert das? Naja, im Prinzip muss man sich da fragen, was sind eigentlich so die klassischen Arten, wofür man Retrieval benutzen kann oder wie man es benutzen kann. Man könnte beispielsweise unterscheiden, sogenanntes Ad-Hoc-Retrieval, wo man einfach sagt, okay, ich habe eine Frage, ein Ergebnis, eine Ergebnismenge, die reicht mir. Oder man vergleicht Retrieval-Systeme in einem anderen Setup, in einem sogenannten interaktiven Retrieval oder Task-Based Retrieval, wo es eben darum geht, dass der Nutzer oder die Nutzende ein komplexeres Informationsbedürfnis hat, wo man mit mehreren Anfragen und ein bisschen hier klicken, da klicken, dort lesen und vielleicht auch ein bisschen umbauen der Anfragen deutlich länger braucht, um tatsächlich zu einem Ergebnis zu kommen. Und das Ergebnis hängt dann also nicht unbedingt nur von dem eigentlichen Suchsystem ab, sondern eben auch von so Faktoren wie, was ist das für ein Mensch, der das gerade versucht? Wird der dabei beispielsweise gestört? Kann der in Ruhe irgendwie was lesen oder kann er das nicht in Ruhe lesen? Und am Ende natürlich irgendwie auch schon, was für Ergebnisse die Suchmaschine anzeigt. Aber es ist ein bisschen schwierig, in so einem interaktiveren Task-Based Retrieval zu messen, was eigentlich Qualität ist. In diesem Ad-Hoc-Retrieval-Szenario ist es ein bisschen einfacher. Da sagt man, okay, ich habe irgendwie eine Anfrage, eine Ergebnismenge, die der Nutzer sich anschaut. Das kann man also auch so in einer Art Laborbedingung irgendwie einbetten und sagen, da beobachten wir einfach mal oder fragen einfach, was waren denn die guten Treffer. Und in diesem Ad-Hoc-Szenario kann man also die eigentliche Effektivität beispielsweise des Retrievals, also wie gut sind die Ergebnisse, tatsächlich besser bewerten. Und ein großer Vorteil ist, es ist reproduzierbar in dem Sinne, dass ich mir ja merken kann, welche Ergebnisse ich für welche Anfrage gezeigt habe und wie die bewertet wurden. Und dann kann man das einfach in 3 Jahren immer noch mal evaluieren. Mit genau den gleichen Ergebnissen bekommt man dann auch die gleichen Evaluierungsergebnisse. Und man kann es auch quasi einigermaßen gut skalieren, wenn ich halt 50 Anfragen getestet habe, dann ist es auch nicht viel schwieriger, einfach mal 100 Anfragen oder so zu testen. Es macht halt ein bisschen mehr Aufwand, aber im Prinzip so in diesen kleineren Dimensionen kann ich es auch ganz gut skalieren. Das ist jetzt natürlich nicht das, was man
in the wild beobachten würde, also Nutzer dabei beobachten, wie sie agieren. Aber es hat sich irgendwie so ein bisschen, zumindest in dem eher wissenschaftlicheren Retrieval-Bereich, so ergeben, dass dieses Ad-hoc-Szenario eins ist, worauf am Anfang, so auch in den 90ern und in den Nullerjahren, dann noch viel Wert gelegt wurde, weil das einfach so das Klassische war, dass man gedacht hat, okay, eine Anfrage, eine Ergebnismenge, das versuchen wir zu evaluieren. Und es ist halt auch ein bisschen leichter, in dem Szenario zu evaluieren, als wenn man tatsächlich interaktiv sozusagen auf jemanden, der mit einem Retrieval-System umgeht, eingehen müsste. Und das kann man dann halt schlechter reproduzieren und dann auch schlechter über verschiedene Experimente hinweg beispielsweise miteinander vergleichen. Was heißt dieses Ad-hoc eigentlich? Das kommt im Prinzip aus dem Lateinischen, hat sich so ein bisschen dafür eingebürgert, dass man so im Prinzip eine Anfrage, eine Ergebnismenge hat. Und damit man halt im Prinzip so diesen lateinische Bedeutung so ein bisschen überträgt und sagt, okay, ich habe jetzt quasi nichts Komplexes, sondern nur dieses eine ganz spezielle Bedürfnis. Dazu, um das quasi experimentell zu evaluieren, hat sich's eingebürgert, dass man quasi drei Dinge hat. Das ist das sogenannte Grenfield-Paradigma, wenn man das zum Evaluieren benutzt. Da braucht man drei Sachen. Eine Dokumentkollektion, man kann auch einfach Korpus dazu sagen, auf Deutsch das Korpus, also nicht der Korpus. Der Korpus ist sozusagen eher in der bildenden Kunst. Wenn man so eine Statue beispielsweise hat oder so, im Umfeld von Text sagt man das Korpus und die Mehrzahl wäre dann Corpora. Das ist im Prinzip, naja, eine möglichst repräsentative Auswahl von Dokumenten, die quasi das widerspiegeln, wofür man ein Retrieval-System baut. Idealerweise wären das einfach alle die Dokumente, die man in dem Szenario braucht. Das ist aber immer ein bisschen schwierig in so einem Fall wie Websuche, ne? Also dann braucht man halt immer das ganze Web. Deswegen würde man versuchen, in so einem Szenario Websuche eben möglichst großen Ausschnitt des Webs zu nehmen und darauf zu evaluieren, weil es einfach wahrscheinlich nicht realistisch ist, zumindest in einem wissenschaftlichen Umfeld, das gesamte Web vorliegen zu haben. Also das ist so die Basis, dass man sagt, okay, das ist das Ding. Die Hintergrundkollektion, die wird indiziert, in den Index gepackt und das ist das, was ich durchsuchbar haben möchte. Als zweites braucht man dann sogenannte Topics, also im Prinzip eine Art Analogon zu den Informationsbedürfnissen. Mehr oder weniger sind das Anfragen und dazu eine Beschreibung, was das Informationsbedürfnis eigentlich sein könnte dazu. Außerdem manchmal auch noch so ein bisschen eine Erklärung, was denn jetzt tatsächlich konkret ein relevantes Ergebnis wäre oder so. Also man braucht einen Korpus, man braucht Topics, hat sich so ein bisschen eingebürgert, meistens sowas wie 50 zu nehmen. Dann gibt es ein paar Studien dazu, die sagen, ja, 50 reicht. Im Grunde ist es aber natürlich schon so, dass es auch neuere Studien gibt, die sagen, na, im Prinzip sollte man möglichst vielen Anfragen evaluieren, weil ansonsten, man jetzt nur 50 hat, eben die Variation sehr, sehr groß sein kann, wenn man das dann tatsächlich mit anderen Anfragen irgendwann füttert, das Retrieval-System. Und als letztes braucht man noch Relevanzbewertungen, die im Prinzip für Dokumente aus diesem Korpus, aus der Hintergrundkollektion, die für diese Anfragen zurückgeliefert wurden beispielsweise oder zurückgeliefert werden könnten, die für diese Dokumente sagen, relevant oder nicht relevant oder vielleicht auch auf einer feingranulareren Skala. Und das ist im Prinzip was, was man manuell machen muss. Am Ende können einem Menschen am besten sagen, ob das jetzt relevant war oder nicht. Und idealerweise sollte das der oder diejenige machen, von dem das Informationsbedürfnis stammt, weil der oder die ja dann am besten wissen, worum es da eigentlich ging bei dem Informationsbedürfnis. Das klappt natürlich nicht immer. In der Praxis sind die Informationsbedürfnisse vielleicht auch irgendwo aus einem Querylog von irgendeiner großen Suchmaschine und am Ende bewerten dann ganz andere Leute die Relevanz der Ergebnisse. Und deswegen ist es da ganz gut, wenn man bei dem Topic selbst schon so eine Art Beschreibung dazu packt, was denn jetzt eigentlich relevant wäre oder nicht. Üblicherweise, heutzutage würde man die Relevanz auch feingranularer als nur relevant oder nicht relevant bewerten. So also auf so einer Likert-Skala vielleicht irgendwie von 0 bis 5 oder so. Dass man sagt, ja, 5 ist absolut super, das ist genau das Ding, was ich gesucht habe. 0 bedeutet quasi nicht relevant und dann dazwischen ist so Abstufung von Relevanz.
Ansonsten ist es so, dass die meisten Retrieval-Systeme oder Suchmaschinen im Prinzip eine Menge von Parametern haben, die man so optimieren könnte. Und wenn man jetzt so eine Art Labor-Setup hat, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob man nicht mit diesen Relevanzbewertungen beispielsweise für eine gegebene Menge von Anfragen versucht, das System zu trainieren, also besser zu machen, die Parameter zu optimieren. Und da muss man natürlich so vorgehen, wie im maschinellen Lernen allgemein auch. Man muss ganz klar trennen zwischen der Menge an Topics und Relevanzbewertungen, die man im Training und in der Validierungsphase benutzt. Und das sind eben die, auf denen ich quasi alles Wissen zur Verfügung stelle, dem System, also was war relevant, was war nicht relevant. Und den Topics und Relevanzbewertungen, die man dann zum eigentlichen Test benutzt, wo man quasi das System dann nur einmal drauf lässt und sagt, okay, jetzt zeig mal, wie gut du eigentlich bist. Und das sind dann meistens eben komplett ungesehene Sachen, die nichts mit dem Trainingsset, mit den Topics und Relevanzbewertungen aus den Trainingstopics zu tun haben sollten. Natürlich sollte Training und Test ungefähr ähnlich repräsentativ für das sein, was dann am Ende eigentlich das Szenario ist, wo das System eingesetzt wird. Aber man sollte da eine klare Trennung machen, ganz genauso wie beim maschinellen Lernen allgemein. Ja, das Grenfield-Paradigma hatte ich jetzt eben so erwähnt. Warum heißt das so? Das war im Prinzip ein Herr Cyril Cleverdon, der an der Grenfield University in den 1960ern sich überlegt hat, dass man Retrieval-Systeme so mit diesem Dreiklang sozusagen evaluieren sollte, also dass man eine Kollektion hat, eine feste Menge von Topics und dann dafür Relevanzbewertung. Und das hat sich etabliert, das ist über die Jahre bei so Konferenzen wie TREC oder so das übliche Evaluierungsparadigma geworden. Ansonsten beim Training Validierung noch vielleicht die Nebenbemerkung, man sollte üblicherweise sowieso Cross-Validieren, also sowas wie K-Fold Cross-Validation, also Kreuzvalidierung vielleicht auf Deutsch, benutzen, um einfach Trainings- und Validierungstopics insgesamt und deren Relevanzbewertung komplett am besten ausschöpfen zu können und dadurch auch so ein bisschen gegenzusteuern, dass ja, wenn ich mir jetzt auf eine feste Trainingsmenge und eine feste Validierungsmenge festgelegt habe, dass es dann Zufall ist, was eben vielleicht am Ende als Ergebnis rauskommt. Und bei Kreuzvalidierung mittle ich dann immerhin noch über K-Versuchsanordnung. Man kann auch die Cross-Validation einfach 10-mal hintereinander machen, meinetwegen immer 5 oder 10-fold oder so, und dann die Ergebnisse mitteln, da hat man ein bisschen bessere Robustheit gegenüber so ein paar Ausreißern, die man vielleicht zufällig irgendwie beim Aufsplitten in Trainings- und Validierungsmenge beispielsweise erzeugt hätte. Gut, jetzt haben wir gesagt, wir brauchen diese drei Sachen und jetzt wollen wir natürlich dann nochmal so schauen, was so die Standard-Evaluierungskorpora sind, also sowas wie die Konferenz TREC, die hat sich da etabliert als die Konferenz, die seit 1992 jedes Jahr Shared Tasks anbietet, also Wettbewerbe mit internationaler Beteiligung, wo geschaut wird, wer kann das beste Retrieval-System für ein bestimmtes Szenario entwickeln. Und ein Szenario, was immer irgendwie eine Rolle mitgespielt hat, ist sowas wie Suche in großen Dokumentkollektionen. Bei TREC selbst wurde es nicht benutzt, aber eine der ersten Kollektionen, die so irgendwie Relevanzbewertung und so weiter hatte, das war die sogenannte CACM-Kollektion, also Communications of the ACM, das ist so eine sehr gute Zeitschrift im Bereich der Informatik, quasi die Flaggschiff-Zeitschrift der ACM, einer der großen internationalen Organisationen für Informatik. Das war eine der ersten Kollektionen, die benutzt wurden. Man sieht ja hier, da sind quasi Artikel und Titel aus den späten 50ern bis Ende der 70er drin. Das heißt, so ab den 80ern wurde diese Kollektion dann zum Bewerten benutzt. Nicht jetzt massiv groß, 3200 Dokumente, das haut einen nicht mehr vom Hocker. Das passt heutzutage irgendwie 2,2 Megabyte groß auf die kleinsten Maschinen, die es überhaupt irgendwie noch gibt. Damals war das schon eine Herausforderung. Und man muss halt bedenken, es waren sogar nur die Titel und die Abstracts, die durchsucht wurden. Insgesamt gab es da 64 Topics für, die dann eben auch bewertet wurden. Also für die Topics wurden dann Dokumente bewertet und ja, üblicherweise im Schnitt sowas wie 16 Bewertungen pro Topic. Ist jetzt nicht so viel. Dafür waren die Anfragen relativ lang. Also sowas wie 13 Wörter im Schnitt, ganz schön viel. Bei der TREC-Konferenz selbst wurde dann sowas benutzt wie die AP-Kollektion, Associated Press, also quasi Zeitschriftenartikel, das waren schon 240.000, das war damals eine Herausforderung, als die sozusagen die ersten Male benutzt wurde. Und dann gab es irgendwann .gov und .gov2, also Crawls von der .gov-Domäne.
GovII ist so aus dem Jahr 2004. Das waren mit 25 Millionen Dokumenten damals eben, wurde dann so ab 2005 benutzt. Auch schon eine Herausforderung für die Leute, die damals eben als Wissenschaftler an diesen Shared Tasks teilnehmen wollten. Aber irgendwann war das dann auch nicht mehr groß genug und dann hat man quasi versucht, einen repräsentativen Ausschnitt des Webs zu crawlen im Jahr 2009 und dann nochmal 2012. Und das sind dann die sogenannten CLUweb-Kollektionen mit im Jahr 2009 einer Milliarde Dokumente. Davon ist die Hälfte Englisch, die andere Hälfte multilingual. Und im Jahr 2012 wollten sie dann eigentlich eine Milliarde englische Dokumente crawlen, haben dann aber festgestellt, da waren unheimlich viele Dubletten dabei, die sie quasi aus Versehen mehrmals gecrawlt haben. Genau das identische Dokument aus derselben, mit derselben URL. Und nachdem die entfernt wurden, waren es dann nur noch 733 Millionen. Das sind dann schon ein bisschen herausfordernde Kollektionen. Die kriegt man nicht mehr auf einer Maschine hin, einen Index zu bauen, weil sie eben sowas wie 25 oder 27 Terabyte groß sind. Mittlerweile gibt es für die CLUwebs jeweils 200 Topics. Das bedeutet so ungefähr, die sind also 4 Jahre im Einsatz gewesen, so ungefähr jeweils, weil bei Track üblicherweise für so einen Shared Task dann 50 Topics pro Jahr, also pro Edition des Shared Tasks dazukommen. Und üblicherweise hat man sowas wie um die 800 Judgments pro Anfrage, die quasi von der Track-Konferenz selbst dann auch frei zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich ist es so, dass man diese Judgments und die Kollektion natürlich wiederverwendbar gestaltet hat. Also sie sind statisch, die Topics ändern sich nicht mehr, die Crawls ändern sich nicht mehr. Das heißt, man könnte jetzt auch heute noch versuchen, auf dem CLUweb 12 irgendwie die Teilnehmer von dem Jahr 2013, 14 oder so von Track tatsächlich zu überbieten mit einem besseren System. Man kann sich einfach mit denen vergleichen. Gibt es ein paar Fallstricke, die man dabei beachten muss, aber da kommen wir dann im Laufe dieses Vorlesungsabschnitts dann nochmal im Detail dazu. Die Konferenz Track selbst, die wird in den USA in der Nähe von Washington jedes Jahr organisiert, immer so im November. Und wie gesagt, die gibt es seit 92, also sehr, sehr einflussreiche Konferenz. Gerade so in den 90ern sind da sehr, sehr viele Entwicklungen groß geworden. Also beispielsweise BM25, eins der populäreren, einfachen Retrieval-Modelle, die irgendwie immer ganz gut funktionieren, ist auch auf Track sozusagen das erste Mal in Erscheinung getreten. Ja, Ad-Hoc selbst, also dieses Ad-Hoc-Retrieval-Szenario, da gab es original, hießen die Tracks, also die Shared Tasks auf Track heißen Tracks, die wurden ursprünglich tatsächlich Ad-Hoc genannt und dann gab es aber auch noch den Terabyte-Track und Web-Track und noch ein paar andere, wo quasi im Prinzip Ad-Hoc-Retrieval-Szenarien untersucht wurden. Heutzutage gibt es nicht nur Track, sondern so eine Art europäisches Pendant. Clay ist das, oder dann noch zwei Konferenzen in Asien, die NTSIRE in Japan und FIRE in Indien, die ebenso ähnlich vorgehen und sagen, wir wollen auch mehr oder weniger nach diesem Cranfield-Paradigma versuchen, Retrieval-Systeme miteinander zu vergleichen. Also Cranfield nochmal im Hinterkopf immer, man braucht eine Dokumentkollektion, idealerweise ist die dann statisch, damit es vergleichbar über die Jahre ist. Man braucht eine Menge von Topics und man braucht dann Relevanzbewertungen für Dokumente, die zu diesen Topics gegebenenfalls zurückgeliefert werden. Wie sieht so ein Topic jetzt aus? Das hier ist so ein klassisches Track-Topic. So sieht das immer aus. Hat irgendwie eine Nummer, also sie sind durchnummeriert. Gibt so eine Art Typ, also manchmal auch sowas wie, das ist jetzt ein Topic, da geht es um Diversität bei Informationsbedürfnissen oder so. Das hier ist jetzt einfach Single, also so nichts Besonderes. Dann gibt es eine Query, manchmal sagt man auch Title, also das ist der Title des Topics. Das ist im Prinzip die Anfrage, die ein Nutzer hypothetisch stellen würde, wenn er das Informationsbedürfnis hat, was in der Description drin steht. Und die Description ist dann eher so ein bisschen umfangreicher, sagt halt so ein bisschen was dazu, was eigentlich gemeint ist und vielleicht auch, was so der Kontext des Nutzers ist oder der Nutzerin ist, die die Anfrage gestellt hat. Und man sieht manchmal, dass die Description schon deutlich genauer ist und dass vielleicht die Query hier nicht so ganz ideal ist. Das ist aber dann eben meistens doch vielleicht auch gewollt. Aber manchmal ist es wirklich ein bisschen sehr weit weg, was man so als Query bekommt von Track im Vergleich zur Description. Üblich ist es, dass man als teilnehmendes Retrieval-System an so einem Track jetzt dann aber immer nur die Query benutzt und nicht auf Description schaut und schon gar nicht auf Narrative schaut, weil die Description ist eigentlich das Informationsbedürfnis, was der Nutzer hat und er hat es ja versucht, mit der Query auszudrücken. Das ist so im Prinzip die
Der Standpunkt, auf den sich der Track stellt und die Description selbst zu benutzen, ist also eher so wie in den Kopf des Nutzers zu schauen und das geht halt in der realen Welt dann doch auch nicht. Und deswegen ist die Description erstmal eigentlich für die Teilnehmer sozusagen tabu. Manchmal gibt es die eben auch erst dann tatsächlich nach dem Shared Task und vorher gab es eigentlich nur diese Queries hier oder die Titles vom Topic. Und dann gibt es noch meistens einen dritten Teil, der ist aber obligatorisch, also manchmal ist er dabei, manchmal ist er nicht dabei. Sogenannte, also es ist eigentlich immer in dem XML mit drin, aber manchmal steht da nicht viel drin, aber wenn was drin steht, dann wird meistens in dem Narrative beschrieben, was bedeutet es denn jetzt, relevant zu sein? Und Narrative ist dann eher sowas, was dann tatsächlich die Assessoren benutzen, die für die Dokumente, die Teilnehmer an diesem Shared Task für diese Query zurückgeliefert haben, müssen die Assessoren dann die Relevanz bewerten und da hilft dann sozusagen diese Narrative-Beschreibung, wo dann eben drin steht, ja, relevante Dokumente müssen auf jeden Fall über das und das reden und ansonsten könnten sie das, das und das enthalten. Manchmal steht auch sowas da, wie wenn ein Dokument dieses oder jenes exklusiv nur behandelt, dann ist es auf jeden Fall nicht relevant. Also so Hinweise für diejenigen, die die Relevanz am Ende bewerten sollen. Und als System würde man eben nur die Query hier selbst sehen. Also so im Grunde ist die Description also eine längere Variante der Query. Manchmal ist es halt tatsächlich auch einfach so eine Question, also eine Frage, die vielleicht ausformulierter ist. Und ja, Narrative, also wie gesagt, so optional. Meistens ist es irgendwie da, manchmal ist es halt nicht da. Aber man wird es als Teil der Guidelines für die Assessoren betrachten. Ansonsten gibt es manchmal auch sowas Topics, sowas wie Faceted, also wo man halt verschiedene Aspekte beleuchten soll, oder sowas wie Diversity gibt es manchmal noch, das ist so ähnlich wie Faceted, wo man eben sagt, okay, für die Query F5 Tornado will eigentlich jemand wissen, was waren denn die 10 schlimmsten in den USA? Das ist schon mal so ein bisschen okay, wenn man die 10 schlimmsten kennen will, ja. Warum fragt man dann nicht 10 Worst F5 Tornadoes oder sowas? Also liegt so ein bisschen weiter weg. Die Description tatsächlich sehr viel präziser als die Query. Manchmal fragt man sich dann, würde der Nutzer wirklich das als Anfrage stellen? Aber ja, ist halt das Szenario. Und dann gibt es halt noch so Subtopics, also wo man sagt, naja, man würde jetzt die Assessoren dann bitten zu sagen, sag mal, für jedes dieser in dem Fall 5 Subtopics, ist das Dokument dafür relevant? Also beispielsweise für 2, wo ist die Tornado Alley? Und vielleicht ist es dann aber für 5 nicht relevant, wenn man die Frage beantworten will, was sind denn so die Windgeschwindigkeiten von einem F5 Tornado? Und das muss dann eben feingranularer noch bewertet werden als bei so einem Single Topic, wie wir es auf der Folie davor gesehen haben. Gut, kommen wir zu dem zurück, sorry, kommen wir zu dem zurück, Pet Therapy. Und wollen uns mal ein Ergebnis anschauen, was gegebenenfalls ein System beisteuern könnte. Beispielsweise die Wikipedia-Seite zu Canine oder Canine Physical Therapy, wo es eben darum geht, für Hunde Therapieformen darzustellen. Und wenn man sich dann Narrative-Teil genau anschaut, steht da drin, okay, Animal Therapy, aber ganz wichtig ist das Wort Assisted. Und es geht also nicht darum, dass man Seiten sucht, die einem beschreiben, wie quasi Tiere geheilt werden sollen, also reha-mäßig irgendwie behandelt werden, sondern es geht darum zu erfahren, wie können Tiere bei für Menschen eingesetzten Reha-Maßnahmen oder überhaupt Therapiemaßnahmen helfen. Das würde bedeuten, diese Seite hier ist zwar eine Wikipedia-Seite. Wikipedia-Seiten sind ja meistens heutzutage so akzeptiert als qualitativ gutartige Dokumente zu einem Thema, aber es passt eben nicht zu dieser Narrative-Beschreibung. Dagegen hier diese Seite, Animal Assisted Therapy, die ist schon genau das, was man eigentlich sucht. Es geht eben um tierunterstützte Therapieformen für Menschen, aber nicht Therapieformen für Tiere. Und deswegen wäre das hier also relevant und das würde man aus diesem Narrative sozusagen, wenn man sich das als derjenige, der die Bewertung durchführen muss, durchgelesen hat, dann würde man sagen, okay, das hier ist relevant und eben das, wo es darum geht, wie kann man Hunde therapieren, ist auf jeden Fall nicht relevant. Ist auch eine nicht zu vernachlässigende Art, wenn man sagt, okay, wie kann man Tiere wieder gesund kriegen, aber es ist eben nicht das, was hier bei diesem Topic tatsächlich gesucht wurde. Ja, solche Relevanzbewertungen sind also etwas, was typischerweise manuell passieren muss. Und dazu muss ein Mensch draufschauen und sagen, okay, das war also das Track-Topic, Query, Description, Narrative.
Das ist die Webseite, die dazu zurückgeliefert wurde von einem Retrieval-System, was quasi so ein Ad-Hoc-Task webbasiert versucht hat zu lösen. Und jetzt muss also ein Mensch drauf schauen und sagen, ist das jetzt relevant oder nicht oder vielleicht auch noch feingranulare. Dazu ist es so, dass bei so einem Shared Task ja meistens nicht nur ein Teilnehmer teilnimmt, sondern mehrere. Und deswegen ist bei diesen Track-Evaluierungen das immer so gemacht worden, dass man sagt, okay, von jedem Teilnehmer versuchen wir die Top K beispielsweise zu evaluieren. Das ist dann sogenanntes Pooling. Man entscheidet sich vorher, wie tief geht man denn in die Ergebnislisten der einzelnen Teilnehmer rein. Wenn man zu tief geht, dann ist es also ziemlich groß und man kann auf jeden Fall nicht alles aus den CluWeb-Kollektionen für einen Topic sozusagen bewerten. Deswegen ist es da oft so, dass man sagt, okay, man macht das bis zu einer gewissen Tiefe. Kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail dazu. Ansonsten muss man sich noch überlegen, auf welcher Skala will man es denn bewertet haben? Also entweder binär, relevant oder nicht relevant oder eben feingranularer. Heutzutage will man vielleicht auch noch separat von nicht relevant so eine Kategorie haben wie das hier ist Spam, also irgendwas, was auf jeden Fall nicht relevant ist, aber eben auch noch schlimmer, noch mehr in die Richtung von Spam sozusagen geht. Und vielleicht will man auch verschiedene Arten der Relevanz voneinander abtrennen, sowas wie hochrelevant oder nur relevant oder so. Und üblich ist es heutzutage, das ein bisschen feingranular als nur binär zu machen. Weil wenn ich es feingranular habe, kann ich es ja am Ende auch binarisieren, indem ich sage, ja, okay, ich habe jetzt Werte von 0 bis 5, 0, 1, das ist quasi nicht relevant und 2 bis 5 betrachten wir als relevant oder so. Könnte man es auch einfach wieder binarisieren, wenn man wollte. Außerdem braucht man Leute, die es machen. Also man muss sich Leute auswählen, die das tun und denen muss man irgendwie so eine Art Leitfaden an die Hand geben. Beispielsweise die Narratives zu den Topics, aber eben auch noch so ein bisschen was wie, guckt euch die ganze Webseite an, nicht nur die ersten 10 Sätze oder so. Und ja, was man nicht hinkriegt, ist es normalerweise nicht, dass man diejenige Person, von der die Anfrage kommt, danach fragen kann, ist das jetzt relevant oder nicht. Das eher so, also in diesem Labor-Setup, in dem wir gerade uns befinden, nicht möglich, weil die Anfragen kommen meistens von realen Nutzern. Man weiß halt nicht mehr, wer das war. Und die Bewertungen machen dann Leute, die irgendwas mit demjenigen zu tun haben, im weitesten Sinne, die so ein Shared Task veranstalten, also beispielsweise studentische Hilfskräfte oder sowas. Bei Trek sind es Pensionäre, sieht man gleich auch noch ein Bild. Also das sind bei der Trek-Konferenz ist also so ein Institut in den USA, National Institutes for Standards and Technology, NIST, die das da organisieren und die nehmen halt ehemalige Mitarbeiter und lassen die dann kommen und sagen, hier, guckt euch mal die Webseiten an, die da für dieses Thema zurückgeliefert wurden. Und die Leute, die das machen, die sind dann meistens tatsächlich irgendwann nach einer gewissen Weile ziemlich große Experten für einzelne dieser Topics. Trotzdem muss man am Ende auch fragen, okay, jetzt habe ich Assessoren akquiriert, wie gut sind die denn eigentlich? Die Antworten, die gegeben haben, passen die zusammen? Sind die konsistent? Also wenn der eine zu einem Dokument hochrelevant sagt und der andere sagt, das ist Spam, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Und selbst wenn eine Person sozusagen für ein Topic die Judgments komplett übernimmt, muss man ja auch fragen, ist der konsistent oder die ist die Bewertung konsistent geworden oder wurden am Anfang beispielsweise Dokumente als relevanter bewertet, als dann die gleichartigen Dokumente am Ende bewertet worden wären oder so. Das ist also so ein bisschen eine Art, die Zuverlässigkeit in so einem manuellen Szenario zu überprüfen. Ja, für all das gibt es zumindest etablierte, praktisch angewandte Best-Practice-Beispiele, die wir uns ein bisschen jetzt der Reihe nach anschauen werden. Wie gesagt, hätte versprochen, bei Trek ein Beispiel zu zeigen. Das ist jetzt so ein bisschen aus den 90ern natürlich, sieht man so ein bisschen an den massiven Monitoren, die beispielsweise dastehen. Aber das ist quasi so ein reales Setup, was bei Trek Ende der 90er dann angewandt wurde, wo man sagt, okay, da kommen eben ehemalige Mitarbeiter, also alles Rentner sozusagen, Pensionäre. Und das hier ist eine der Veranstalterinnen von Trek, die diese ehemaligen Mitarbeiter sitzen dann vor solchen Workstations und bekommen da Ergebnisse, Suchergebnisse angezeigt, die eines der teilnehmenden Teams geliefert hat und die sollen dann jetzt sagen, relevant oder nicht relevant. Das machen die für eine Weile, finden das auch ganz nett, weil sie sich da halt mal wieder treffen und so, ne? So die Leute, die früher zusammengearbeitet haben. Und so hat Trek über viele Jahre funktioniert. Heutzutage gibt es auch ein paar Tracks auf Trek, die das ein bisschen anders machen, aber ja, so diese klassischen Ad-Hoc-Relevanzbewertungen von ehemaligen
Track-Ausgaben, die sind alle in so einer Art Setup entstanden. Natürlich jetzt nicht immer mit diesen fetten Röhrenmonitoren. Heutzutage vielleicht auch ein bisschen angepassteres Setup. Aber so kann man sich vorstellen, Leute, die halt zu einem Thema dann alle Dokumente versuchen zu bewerten. Okay, jetzt hatten wir schon gesagt, als erstes muss man sich dafür entscheiden, wie viel kann man denn bewerten? Also hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Teilnehmer gibt es denn? Was habe ich sozusagen an Budget von Evaluierungen, also von Bewertungen, die ich einen Menschen machen lassen kann? Und dann sieht man so, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 10 Teilnehmer, ich kann insgesamt, habe ich 50 Topics, also habe ich schon mal von jedem der Teilnehmer irgendwie eine Ergebnisliste für diese 50 Topics. Und wenn ich jetzt sage, von jedem der Teilnehmer gucke ich mir für jedes der Topic die ersten 10 Treffer will ich bewertet haben, dann habe ich also 10 mal 50, sozusagen, nee, 10 mal 50 sozusagen verschiedene Ranked Lists habe ich, also Ergebnislisten von den Teilnehmern, von jedem will ich die ersten 10 bewerten, habe ich so maximal, könnte sich ja überschneiden, sowas wie 5000 Dokumente, die sich jemand anschauen muss. Und das ist schon mal mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Man muss sich ein bisschen reinlesen in so ein Dokument und dann eben verstehen, ob das zu dem Thema passt oder nicht und ob das mit dem Narrative sozusagen bedeutet, es ist relevant oder nicht. Geht ein bisschen Zeit für drauf und jetzt könnte man sich sagen, ja, 5000, so viel Zeit habe ich nicht, ich habe nur Budget für, also nicht 2500, und dann bedeutet es eben, ich kann nicht die ersten 10 von jedem Teilnehmer bewerten, sondern wahrscheinlich nur sowas wie die ersten 5. Und das heißt, man muss festlegen für jedes Topic quasi, wie tief ist der Pool, die Top-K-Ergebnisse von jedem Teilnehmer oder jeder Variante der Teilnehmer sollen ja bewertet werden. Die sammle ich ein, frage mich, wie viele sind das denn insgesamt? Dubletten lasse ich einfach gleich weg, würde ich ja sagen, okay. Die werden gleichartig bewertet, beziehungsweise man sollte eigentlich wahrscheinlich in der Ergebnisliste eh keine Dubletten dann haben. Aber es könnte ja sein, dass Teilnehmer X die Variante 1 von der Webseite anzeigt und Teilnehmer Y die Variante 2. Die sollten natürlich idealerweise, wenn da derselbe Content draufsteht, die gleiche Bewertung bekommen. Und das mischt man alles zusammen. Das ist dann sogenannte Pool, deswegen auch Pooling, also der sogenannte Pool der Dokumente, die bewertet werden müssen. Und diesen Pool, den zeigt man dann in einer Zufallsreihenfolge demjenigen oder denjenigen, die bewerten sollen, also diese Relevanzbewertungen durchführen müssen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es so, dass im Prinzip erstmal jetzt hier nur, man geht ja davon aus, dass die Systeme schon irgendwie eine Idee von Relevanz dann für sich entwickelt haben. Wenn man jetzt sagt, man bewertet nur die Top-K-Treffer, dann geht man davon aus, dass man eher relevantere Sachen natürlich bewertet, als wenn man jetzt irgendwo ganz hinten ins Ranking gegriffen hätte oder so. Das ist so Punkt 1. Trotzdem beobachtet man natürlich bei gerade solchen Track-Share-Tasks, dass natürlich nicht alle Bewertungen dann sagen, das sind hochrelevante Ergebnisse. Was zweites, worauf man aufpassen muss, ist, dass natürlich, wenn jetzt jemand nicht teilgenommen hat und später mit einem anderen Verfahren sich auf demselben Szenario evaluieren will. Das ist ja grundsätzlich die Idee von diesem Grenfield-Paradigma, dass man sagt, ich halte die Kollektion fest, ich halte die Topics fest. Jemand kann dann später sich auf denselben Topics, auf derselben Kollektion auch sozusagen vergleichen mit den Teilnehmern. Da ist so ein kleiner Pferdefuß dabei, wenn ich jetzt ein System habe, was viele Dokumente nach oben bringt, die kein anderer weit oben hatte, dann waren die nicht im Pool, dann sind die nicht bewertet. Und implizit, das, was nicht bewertet ist, wird immer als nicht relevant angenommen. Ist natürlich falsch, aber dann hat man ein Problem, wenn man jetzt also mit einem komplett neuen System teilnehmen wollte, was ganz anders funktioniert als die von allen anderen Teilnehmenden, dann muss man entweder in den sauren Apfel beißen und nachjudgen. Das ist natürlich dann das Problem, dass man wahrscheinlich nicht denselben Assessor, nicht denselben Menschen bekommt für die Bewertung. Das ist dann vielleicht nicht so unbedingt eins zu eins vergleichbar. Oder man sagt halt, naja gut, dann pfeife ich drauf. Ich lasse vielleicht alle Dokumente weg, für die ich keine Bewertung habe, und lasse die anderen nachrutschen, ist aber auch nicht so ideal. Ja, und ansonsten, all das, was quasi nicht in dem Pool ist, das wird automatisch als nicht relevant angenommen. Das ist natürlich auch ein Problem, weil das ist es bestimmt nicht. Alles, was in dem Pool war, habe ich dann sozusagen bewertet, aber all das, was nicht im Pool war, dafür zu sagen, das ist nicht relevant, das ist natürlich nicht unbedingt richtig. Aber ja, mit den begrenzten Budgets zeitlich und auch finanziell, wenn man die Menschen eben zusammenholt, die dann die Bewertung machen sollen, muss man denen ja vielleicht auch ein bisschen was bezahlen im Normalfall.
ist es dann halt doch nicht möglich, gerade in diesem Grenfield-Paradigma viel anders vorzugehen. Man könnte halt sagen, man bewertet zufällig gezogene Dokumente aus den Ergebnislisten oder so, aber am Ende ist es schon auch so, dass von denen, die teilgenommen haben, das ganz nett ist, wenn man die am weitesten oben stehenden Dokumente komplett bewertet hat, wenn man dann eben sagen kann, okay, ich vergleiche mal die ersten 10 Treffer von jedem miteinander und wer ist da am besten. Das andere, worauf wir noch so ein bisschen schauen sollten, ist, wie zuverlässig funktioniert denn diese Bewertung durch Menschen? Das kann man versuchen zu messen, indem man sagt, okay, angenommen, ich habe beispielsweise zwei Assessoren, die dieselben Dokumente für dieselben Topics bewerten sollten. Wie gut stimmen die denn überein? In der idealen Welt hätten die ja beide dieselben Antworten immer gegeben. Dann könnte ich mich da super drauf verlassen. Und wird aber natürlich immer so sein, dass viele Dinge subjektiv sind und dann schon nicht genau dieselben Bewertungen zurückkommen. Die Frage ist halt, kann man irgendwie erkennen, ob die total weit auseinander liegen? Und dafür gibt es sogenannte ja, Maße, die sozusagen die Übereinstimmung messen. Und man feststellt, dass irgendjemand, der quasi beispielsweise ein neu hinzukommender Annotator ist, überhaupt nicht mit denen übereinstimmt, die so das schon jahrelang gemacht haben, dann könnte man vielleicht sagen, okay, den sollte ich noch ein bisschen besser ausbilden, ihm sagen, okay, guck dir nochmal die Guidelines genau an und hier ist nochmal ein bisschen Training. Mach das mal noch ein bisschen, bevor ich dich wirklich Bewertungen durchführen lasse. Dafür, um diese Übereinstimmung zu messen, gibt es verschiedene Varianten. Man könnte einfach fragen, was ist denn so die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung? Da ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man einfach nur nach der Wahrscheinlichkeit fragt, dass man außen vor lässt, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, durch Raten einfach übereinzustimmen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt nur zwei Möglichkeiten habe, eine Antwort zu geben, 0 oder 1, relevant oder nicht relevant, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir, also wenn zwei Assessoren raten würden, dass wir eine Übereinstimmung sehen zwischen den beiden, dann ist die ja sozusagen schon gegeben, dadurch, dass ich weiß, die können beide sowieso nur 0 oder 1 gesagt haben. Und ja, es gibt halt 4 Fälle. Der eine sagt 0, der andere sagt 0, Übereinstimmung. Der eine sagt 0, der andere sagt 1, keine Übereinstimmung. Der erste sagt 1, der zweite sagt 0, keine Übereinstimmung. Und im dritten Fall, beide sagen 1, haben sie wieder übereingestimmt. Also es gibt schon so eine 50-prozentige Chance, überhaupt übereinzustimmen, wenn man nur raten würde. Und das muss man eigentlich mit rausrechnen. Und dafür gibt es diese sogenannten Kappa-Statistiken, die eben ein bisschen genauer reingehen und sagen, okay, wir gucken jetzt nicht auf einfach nur die Wahrscheinlichkeit, sozusagen die relative Häufigkeit der Übereinstimmung, sondern wir rechnen noch raus, wie wahrscheinlich wäre es denn gewesen, durch Raten übereinzustimmen. Und ansonsten gibt es noch sowas wie Korrelationskoeffizienten, wo man fragen würde, wenn so ein Assessor quasi ein komplettes Ranking erstellen sollte und sagen, das ist das beste Ergebnis, das zweitbeste, drittbeste, wie gut korrelieren denn diese beiden? Das ist aber üblicherweise zu komplex, weil man da ja so ein komplettes Ranking bräuchte. Da fragt man die Assessoren meistens nicht, sondern man fragt die einfach nur zu einem gegebenen Dokument relevant oder nicht. Und da wäre so die Kappa-Statistik das, wonach man schauen würde. Wie rechnet man sowas aus? Ja, gucken wir uns mal eine davon an. Kappa ist üblicherweise so, dass man sagt, ich habe die beispielsweise, also in der einfachsten Form, Bewertung von zwei Annotatoren für ein gegebenes Thema. Und jetzt messe ich einfach einen sogenannten Kappa-Wert, der fragt, wie wahrscheinlich, beziehungsweise was ist denn der Anteil die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Übereinstimmung. Also wie viele Übereinstimmungen habe ich denn anteilig beobachtet? Und was wäre die erwartete Übereinstimmung, wenn die beide geraten hätten? Also so in diesem, man hat nur zwei Möglichkeiten, eine Antwort zu geben, dann habe ich eine 50-prozentige Chance, zwei gleiche Antworten zu bekommen. Das würde man versuchen rauszurechnen. Insgesamt ist es so, dass diese Kappa-Werte irgendwo zwischen Minus und Endlich und 1 liegen, wobei 1 bedeutet perfekte Übereinstimmung, alles gleich, 0 bedeutet ja Zufall und Werte von Kappa kleiner 0 haben eigentlich keine ordentliche Interpretation. Also man fragt sich irgendwo, wo liegen wir zwischen 0 und 1 und je näher an 1, desto höher ist eben die Übereinstimmung, die sozusagen Verlässlichkeit der Annotatoren. Für eine erwartete Übereinstimmung von 1, also wenn beide immer nur, also angenommen, ich frage, wie groß ist die Übereinstimmung von zwei Annotatoren, wenn die beide immer nur 1 sagen konnten, ne, dann weiß ich, dass die immer übereinstimmen werden. Da ist der Kappa-Wert dann auch undefiniert, macht das sowieso keinen Sinn. Wenn man sich jetzt das hier anschaut, diesen Quotienten, den man hier ausrechnet, das, was im Nenner steht, 1 minus PE, das ist im Prinzip
die Übereinstimmung, die man überhaupt oberhalb vom Zufall, vom Raten erzielen könnte. Und das, was im Zähler steht, P0 minus PE, ist dann die tatsächlich erzielte Übereinstimmung oberhalb vom Zufall. Und man fragt halt den Anteil sozusagen von der potenziell möglichen Übereinstimmung oberhalb vom Zufall, den man geschafft hat. Und je mehr, desto besser, desto zuverlässiger sozusagen, desto übereinstimmender sind also die Annotationen gewesen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Angenommen, wir haben zwei Annotatoren A und B und die machen N Relevanzbewertungen. Eine einfache Kappa-Statistik könnte man dann so ausrechnen, dass man sich sozusagen diese Confusion-Matrix anschaut und sagt, okay, A mal sagen beide ja, B mal sagt A ja und B sagt nein, D ist die Anzahl von B sagt ja und A sagt nein und E ist die Anzahl von beide sagen nein, also nicht relevant, beziehungsweise ja heißt relevant. Dann habe ich hier noch so diese Randwahrscheinlichkeiten, beziehungsweise diese Randhäufigkeiten. Und wenn wir uns hier einfach nur die häufig, also diese absoluten Anzahlen anschauen, dann würde man sagen, okay, was ist dieses P0? Also das Agreement, was ich sehe. Na, ich weiß, insgesamt wurden n Bewertungen gemacht. Also n steht im Nenner und im Zähler steht da, wo die Fälle, wo sie beide übereinstimmen, nämlich a plus e. Also beide sagen ja, beide sagen nein. PE ist dann die Wahrscheinlichkeit von Ja ins Quadrat plus die Wahrscheinlichkeit von Nein ins Quadrat. Was ist die Wahrscheinlichkeit von Ja? Ja, die Wahrscheinlichkeit von Ja ist einmal A sagt Ja, also C, oder B sagt Ja, G, geteilt durch 2 mal N. Und die Wahrscheinlichkeit von Nein ist entweder A sagt Nein, das ist also F mal der Fall, oder B sagt Nein, das ist H mal der Fall, geteilt durch 2 mal N. Und jetzt kann ich also diese Kappa-Statistik hier ausrechnen für ein Beispiel. Also etwa, die machen 400 Bewertungen, beide zusammen. 300 Mal sagen beide ja, 70 Mal sagen beide nein und bei 30 stimmen sie sozusagen nicht überein. Und die Frage ist jetzt, was gibt das für einen Kappa-Wert, wenn man das einsetzt, also P0 und PE, wenn man das einsetzt und ausrechnet, bekommt man einen Kappa-Wert von 0,776. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, also ist auf jeden Fall ziemlich weit weg von 0, eher an der 1 dran. Und die Frage ist jetzt, wie gut ist das jetzt eigentlich? Es kommt so ein bisschen drauf an, wie man da fragt. Ist so ein bisschen noch, ja, gibt kein richtiges Agreement, was dieser Wert jetzt aussagt. Aber man würde schon sagen, ja, das ist substanzielle Übereinstimmung. Die sind schon beide ganz okay gewesen. Ne? Ja, typische Kappa-Statistiken sind Cohen-Kappa, Scotts nicht Kappa, sondern Pi und Fleiß-Kappa. Das, was wir im Beispiel eben gesehen haben, war Scotts Pi. Was man häufig sonst so sieht, ist eben auch sowas wie Fleiß-Kappa oder so, weil das eine Generalisierung von diesem Scotts Pi ist, den wir eben gesehen haben, hin zu mehr Annotatoren. Also Scotts Pi geht nur, oder Scotts Pi geht nur für zwei Annotatoren und wenn man mehr will, dann sollte man Fleiß-Kappa benutzen. Und Fleiß-Kappa geht auch nicht davon aus, dass alle Annotatoren genau dieselben Sachen annotiert haben, sondern kann man eben in komplexeren Szenarien auch so das Agreement versuchen auszurechnen. Ja, wenn man dann fragt, wie groß war denn dieses Agreement jetzt, da gibt es so klassische Tabellen, wo man sagt, okay, Werte kleiner als 0, die sind ja quasi pur, also quasi kein Agreement. Ja, für Werte bis 0,2 sagt man dann so, naja, geht. Also von 0,2 bis 0, wie sagt man, oh, naja, haut nicht vom Hocker. Moderat ist es dann für zwischen 0,4 und 0,6. Substantial, in dem Bereich waren wir sowas wie zwischen 0,6 und 0,8. Und alles, was quasi über 0,8 ist, da sagt man, das ist schon fast perfekt. Also 1 wäre dann perfekt. Bei Track beobachtet man häufig sowas wie, naja, 0,67 bis 0,8 hin. Also schon eher substanzielles Agreement. Ist jetzt noch nicht ganz perfekt, aber natürlich ist bei sowas wie solchen allgemeinen Topics wie Pet Therapy und so einem relativ kurzen Narrative dann schon auch noch ein bisschen Subjektivität insgesamt immer im Spiel. Und deswegen, ja, nicht so überraschend, dass tatsächlich keine ganz große Übereinstimmung, also keine perfekte Übereinstimmung hinbekommen wird, aber substanziell ist schon tatsächlich eine ziemlich hohe Übereinstimmung, die man da bekommen hat und dann immer beobachtet. Ja, so viel erstmal quasi zu diesem Labor-Setup. Jetzt wollen wir in diesem Setup quasi versuchen, die Qualität von
Retrieval-Systemen zu bewerten. Und da kommen wir dann im nächsten Abschnitt dazu, dass wir uns Maße anschauen, mit denen man vor allem die Effektivität bewerten kann von solchen Retrieval-Systemen. Also zeigen sie die besten Treffer an oder nicht. Danke erstmal.